Und nun sehen Sie die Vertreter dieser drei Rassen unter dem Sattel in der Piaffe, der trappartigen Bewegung auf der Stelle. Ganz schwierig, dem Pferd zu vermitteln, dass es einerseits sich quasi vorwärts bewegen soll, aber das Ganze eben dann doch nicht, weil auf der Stelle gefordert. Eine ganz schwierige Lektion, die auch in den olympischen Dressuraufgaben gefordert wird. Beschäftigen, geführt an den langen Leinen kommt Hauptsattelmeister Rudi Schmelcher herein und er hat Revisor an diesen langen Leinen, quasi ein verlängerter Zügel, und das ist die eine Art des Kommunizierens. Und Sie sehen auch hier, der Hengst zeigt die schwersten Lektionen, hin und wieder mit der Gerte ein bisschen aktiviert. Ganz leicht tippt er auf die Gruppe des Hengstes und auch dieser Hengst zeigt die Piaffe hier sogar noch in einer Seitwärtsbewegung, also in einer Kreisbewegung, einer Pirouette um die Hinterhand herum. Kommunikation, die viel Verständnis gegenseitig voraussetzt, denn Sie können sich vorstellen, wenn dieser gut und gerne 700 Kilo schwere Koloss keine Lust hätte, sich anzustrengen, würde ein gezielter Tritt sich arbeitsbefreiend für ihn auswirken. Geritten, geführt, gefahren. Dankeschön. Wildhüter Michael Meyer, Wilderretter Rainer Strobel, Wellington Martina Blea, Maximus Jürgen Plöger, Said Elisabeth Ulthaus, die Feldbach Herbert Strobel und Rudi Schmelcher mit Revisor.